leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und wie ihr auf dem Vorschaubild und in der Überschrift schon gesehen habt, es geht heute nochmal um das Thema Mercedes-Benz EQC. Drei Stationen hat Mercedes für uns vorbereitet als Journalisten. Ich nehme natürlich alle drei Stationen mit. Wer jetzt nur wegen dem Clickbait-Vorschaubild da ist, das kommt gleich. Aber Schritt für Schritt, was hier steht und aussieht erstmal wie ein handelsüblicher EQC, Mercedes-Benz EQC 400 Formatik, ist ein Projekt von 40 Auszubildenden von Mercedes-Benz, die aus drei Werken sich zusammengefunden haben und trotz der Corona-Phase es geschafft haben, dieses Fahrzeug auf die Beine zu stellen. Und wer immer noch denkt, wie, was dieses Fahrzeug? Ich öffne mal die Tür, da hat man jetzt schon einen ersten Eindruck, wenn man sich das Lenkrad anguckt. Okay, das ist kein serienmäßiger EQC mehr. Und dann kann ich das Spielchen auch noch weiter treiben und hier die Heckklappe mal öffnen. Und da habt ihr schon einen richtig guten Eindruck, worum es hier geht. Es ist ein Schnittmodell. Die Auszubildenden haben wirklich einen EQC aufgeschnitten, damit man alle Komponenten mal so ansatzweise sehen kann und verstehen kann. Dazu ist das Ganze noch so aufgebaut, dass sie ganz viele LEDs auch verbaut haben, um Stromtransfer quasi zu visualisieren. Es geht einmal hier in die Richtung, das ist also das Fahrzeug lädt gerade. Das Modell könnte aber auch entladen zeigen, das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Und wenn man jetzt hier nochmal in den Fußraum schaut, oder der Alex schaut vielmehr für euch, dann bekommt ihr, glaube ich, einen relativ guten Eindruck, wie viel Technik überall in diesem Fahrzeug verbaut ist. Jetzt wird der eine oder andere fragen, was ist denn was hier? Da ich das selbst nicht weiß, gibt es dazu noch die passende iPad-App? Ich kann das Auto erstmal, so hätte ich das anfangen sollen, ne? Der EQC, wie er da steht. Augmented Reality nennt man das Ganze. Und jetzt wird mir gezeigt, hier, das ist zum Beispiel das, die Hochvolt-Batterie, also das Battery Pack, was sich da im Unterboden befindet. Und jetzt müsste ich auch hier draufklicken können. Die Ladesteckdose. Und wenn wir uns jetzt mal hier um das Fahrzeug bewegen, bewegen sich halt die Komponenten auch mit und ich kann die dann halt einfacher zuordnen. Ja, zurück zum Schnittmodell, wo wir auch mal in den Motorraum gucken können. Und der eine oder andere fragt ja, warum hat der Mercedes EQC keinen Frunk? Und da sieht man, dass wir hier ein ganz großes ein Stahlrahmen im Prinzip rund um den Elektromotor haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, es sieht zumindest sehr solide aus und das macht mich dann ein bisschen entspannter, zumindest wenn ich mir überlegen würde, den EQC zu kaufen. Und aber auch so Kleinigkeiten, die man sonst nicht sieht, aber kennt. Hinter dem Mercedes-Stern befindet sich ja jetzt der Radar, der dafür da ist, dass euer adaptiver Tempomat ordentlich funktioniert. Und allein dadurch, dass sie den so ein Stück rausgezogen hat und den man auch mal sehen kann, das finde ich schon richtig clever. Ja, ich finde es mega spannend und theoretisch wäre es natürlich auch schön, euch das mal in der Tiefe vorzustellen. Unter anderem hier haben sie auch den kleinen Burmester-Verstärker aufgeschnitten, aber ich glaube, das sprengt wirklich ein Sendeformat, da wäre ich hier ein, zwei Stunden dabei. Ich glaube, ich lasse den Alex jetzt noch ein, zwei Schnittbilder machen, schneiden wir lustig zusammen, damit ihr noch ein paar andere Eindrücke kriegt, so euch das ein bisschen angucken könnt in schnellen Bildern zusammengeschnitten. Ich möchte euch jetzt aber mitnehmen zu unserer zweiten Station. Da fahren wir jetzt nämlich den EQC mal Offroad. Jetzt kann ich es ja verkünden, wir sind in Geising im Ultraterrain, im großen Abenteuerspielplatz für Frauen und Männer, die gerne Offroad spielen. Ne? Und hier ist das Fahrzeug, auf das ich mich schon den ganzen Tag gefreut habe, der EQC 4x4 hoch 2, ein Serien-EQC im Prinzip auf Portalachsen gesetzt. Das ist nicht neu bei Mercedes, wir haben ja 2015 schon die G-Klasse als G500 4x4 hoch 2 gesehen, da gibt es auch ein Video bei uns, bei Ausfahrt TV. Und 2017, zwei Jahre später, haben sie die E-Klasse als Kombi, als All-Terrain auch auf Portalachsen gesetzt. Jetzt eben den EQC. Der EQC gewinnt durch die Portalachsen stolze 20 cm oder knapp 20 cm mehr an Bodenfreiheit. Ist also deutlich agiler, was die ganze Geländegeschichte angeht. Wir haben Kotflügelverbreitungen an jeder Seite 5 cm gut, um die Breitreifen hier, die 285 80er sind das, glaube ich, auf 20 Zoll Bitlock-Felgen, ja,
richtige Offroad-Felgen, hoppla, damit wir hier auch schön durchs Gelände gehen können. Und der eine oder andere mag sich fragen, ey, was soll das denn jetzt? Ne? So ein Elektrohaufen auch noch so Offroad-mäßig zu spielen. Aber ich finde das eigentlich ganz spannend. Mercedes ist mit dem Fahrzeug schon unterwegs gewesen. Unter anderem eine Strecke, 90 Kilometer, 2000 Höhenmeter haben sie da gemacht, auf 90 Kilometern, sind mit der Hälfte des Akkus oben angekommen und als sie dann wieder im Tal waren, war der Akku immer noch halb voll, weil er konnte auf dem Runterweg dann hier halt wieder entsprechend rekuperieren. Und wenn wir uns den einen oder anderen Alpenwirt vorstellen, der fährt ja gar nicht so viele Kilometer. Ne? Der fährt nicht weite Strecken, kann aber dann in den Bergen auch voll elektrisch unterwegs sein. Von daher wäre das interessant, ob das Fahrzeug wirklich Serienreife bekommt. Das steht in den Sternen, in den Stuttgarter Sternen halt. Ich habe jetzt aber das Glück, einmal zu fahren, dem Wagen im Offroad-Spaßparcours und euch so ein paar Sachen noch zu erklären zum Offroad-Fahren. Gut, steige ich mal ein. Der EQC steht ja auf der gleichen Plattform wie der GLC und der EQC hat ja erstmal keine Offroad-Fahrprogramme. Da haben sie sich also aus dem Baukasten bedient und die vom GLC erstmal genommen als Grundlage. Es gibt zwei Fahrprogramme, einmal Offroad und einmal Offroad Plus. Offroad ist das Fahrprogramm, um durch tiefen Sand pflügen zu können. Und Offroad Plus, das bräuchte ich jetzt, das sorgt dafür auch mit einer anderen ABS-Einstellung, und zwar eine Bremseinstellung, dass eine Schotterbremse auch aktiviert wird und ich jetzt hier entsprechend so einen Geröllhang runterfahren kann. Für euch sieht das erstmal null spektakulär aus, für mich aber deutlich, weil ich gucke einfach nur nach vorne und sehe, dass da unten ein Abgrund ist. Ich kann jetzt aber hier die Kamera aktivieren und jetzt sehe ich auch, was passiert. Erstmal bei der Hände ans Lenkrad und jetzt müsste man halt sehen, wie spektakulär der Winkel ist, aber hier sehe ich zumindest, was passiert und ob da ein Hindernis ist. Und ich kann jetzt hier auch ganz entspannt den Hang halt runterfahren. Nur falls den einen oder anderen irritiert, neben mir sitzt der Hendrik, der passt einmal auf, dass ich hier alles richtig mache, unterstützt mich ein bisschen und hat uns auch bei den Aufnahmen geholfen. Und genauso wie ich den Berg runterfahren kann, kann ich ihn im Prinzip auch wieder hochfahren, weil ein bisschen Gas dabei, damit wir nicht stehen bleiben, und fahren hier quasi in den Himmel rein, immer mit der Kameraunterstützung. Und das ist natürlich großartig. Und wir haben natürlich nur einen begrenzten Zeitslot, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe richtig viel Spaß hier. Ganz kurz ein bisschen Technik. Der Böschungswinkel vorne, ne, ist immer ein Wert, den gibt man bei offroadfähigen Fahrzeugen an. Was heißt das überhaupt? Wir stehen hier in der Böschung und komme ich jetzt hier hoch oder setze ich vorne mit der Schnauze auf? Vorher war der Winkel hier bei dem Fahrzeug 20,8 Grad und jetzt sind es 31,8. Das heißt, wir können wesentlich steilere Böschungen hochfahren, ohne dass wir aufsetzen. Und das zeigen wir euch jetzt einmal. Er hat vorne nicht aufgesetzt und Böschungswinkel hinten. Vorher waren es beim EQC 20 Grad, jetzt sind es 33 Grad. Und jeder, der sich mal so ein Geodreieck zur Hand nimmt oder nochmal visualisiert, der wird verstehen, wie groß der Unterschied ist, allein jetzt durch die Portalachsen und die dazu gewonnene Bodenfreiheit. Der Rampenwinkel ist im Prinzip der Winkel hier von der Schräge auf die Gerade, ohne dass das Auto aufsetzt. Der ist jetzt hier bei dem EQC 4x4 hoch 2 bei 24,2 Grad und beim Serienmodell wäre er bei 11,8 Grad. Das heißt, das Fahrzeug hätte hier an dieser Schräge schon aufgesetzt und man sieht ja schon, hier ist es eng, aber das geht noch. So, jetzt haben wir hier so ein Sandbett quasi vor uns. Jetzt gehe ich also in das Offroad-Programm, damit ich mich da durchwühlen kann. Und merke jetzt hier, ja, tiefer Sand, das spüre ich. Ich höre auch, dass sich die Räder ordentlich drehen. Und wir hüpfen halt ein bisschen. Aber das auch, Sitzkomfort läuft. Und Fahrspaß ist da.
Ja, der eine oder andere fragt sich ja immer, Offroad fahren, ne? Schockt das wirklich, weil es ist ja immer so verdammt langsam. Aber wenn ihr es mal gemacht habt, dann versteht ihr, warum auch langsam fahren richtig Spaß machen kann. Ja, hier haben wir ein anderes Hindernis, Schräglage ungefähr 30 Grad. Und was hier nochmal interessant ist, dadurch, dass die Batterien sich im Fahrzeugboden befinden, ist der Schwerpunkt natürlich auch schön tief. Und das kommt so Schräglagefahrten durchaus entgegen. Ja, und wie wir hier auch ganz schön sehen können, natürlich Verschränkungen machen dem Auto auch gar nichts, kriegt er locker hin, Räder stehen frei und durch den Elektroantrieb, den haben sie so programmiert, dass das Fahrzeug zu jeder Zeit auch nach vorne kommt. Ja, die Wartiefe gibt ja immer an, wie tief darf ein Auto im Wasser sich befinden, ohne kaputt zu gehen quasi. Ist beim Serien-EQC 25 cm, jetzt mit den Portalachsen aufgehoben oder hochgehoben auf 40 cm. Und das Schöne ist, wir sprechen ja über ein Elektrofahrzeug, das macht dem Fahrzeug auch wirklich nichts. Der kann bis zu 40 cm tief im Wasser fahren. Für den einen oder anderen Offroader jetzt nicht so ein Wahnsinnswert, aber wir sind elektrisch unterwegs. Jetzt nehme ich euch noch mal mit zu meinem persönlichen Angstgegner. Ich fahre jetzt also hier einen Berg hoch und habe hier eine ziemliche Steigung. Fahre und sehe im Prinzip nichts und bleibe jetzt hier einfach mal am Gipfelkreuz quasi, wobei kein Kreuz vorhanden ist, stehen. Und es ist wirklich ein atemberaubendes Gefühl. Ich habe Schiss, ganz im Ernst. Henrik hat mir gesagt, du brauchst keine Angst haben, ist alles easy, alles cool. Hört sich immer so einfach an, ist es aber nicht. Aber fahren hier, das macht Spaß, können wir den ganzen Tag hier verbringen. Übrigens, wir haben natürlich auch eine Bergabfahrhilfe. Ich brauche also quasi gar nicht auf der Bremse stehen, sondern das Fahrzeug regelt das alles für mich. Das war also hier meine kleine Testfahrt. Wie gesagt, könnte ich noch stundenlang weitermachen. Woran Mercedes auf jeden Fall noch arbeiten muss, sind hier die Trittbretter. Die sind jetzt deutlich zu hoch und schön eingeschmordert. Da macht man sich schnell mal die Hose dreckig. Ist ja aber nicht schlimm, wir wollen ja Spaß haben. Das Auto kann nicht nur Offroad fahren hervorragend, sondern es ist auch noch ein Technologieträger in einer ganz anderen Art. Er ist nämlich mit Lautwerfern ausgestattet. So nennt Mercedes das zumindest. Innerhalb der LED-Scheinwerfer war noch ein bisschen Bauraum und diesen haben sie genutzt für als Resonanzraum für Lautsprecher im Prinzip. Wir kennen das ja, wir haben bei den Elektrofahrzeugen in der Regel kaum Fahrgeräusche. Darum sorgen sich die Hersteller mittlerweile darum, wie können sie uns da trotzdem eine Klangwelt bescheren, weil immer nur ganz ruhig ist ja auch nicht gut. Und wir haben ja auch das Außengeräusch, was wir haben müssen, gerade bei langsamer Fahrt vorwärts wie auch rückwärts. Und um das hier noch ein bisschen interessanter zu gestalten bei dem Fahrzeug, gibt es hier die Lautwerfer. Mercedes hat aber noch ein drittes Fahrzeug hier stehen und da geht es generell um dieses ganze Thema Sound am Fahrzeug und da beame ich mich jetzt hin. Ja, jetzt habe ich noch mal einen fast nahezu handelsüblichen EQC für euch und da wir mit drei Personen in dem Auto fahren, setze ich auch vorschriftsmäßig eine Maske auf. Natürlich ist er nicht ganz so seriennah und es geht um das Thema Sound, was mich ja eh immer begeistert. Ich habe das Ganze, was ich euch jetzt präsentiere, schon erlebt und ich bin so angefixt und freue mich so, euch das auch nahe zu bringen. Wir steigen jetzt alle mal ein. Gut, ihr seht schon, das ist kein handelsüblicher EQC. Neben mir sitzt der Ravant, der fährt das Auto, gehört aber auch zu der Projektgruppe, die das, was ich euch jetzt hier vorstellen darf, mitbetreut. Im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, beim Daimler gibt es eine Organisation, die kümmert sich um Klänge. Ob das nun ist, wie der Schalter hier klickt,
die Rückfahrkamera rausfährt, das Gurtschloss piept oder sonst was sich irgendwie meldet. Da gibt es eine Unit für, auch Auspuffklang machen die. Und innerhalb dieser großen Abteilung gibt es eine kleine Abteilung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Mensch, Elektromobilität, da ändert sich ja eine ganze Menge. Ich habe keinen Verbrenner mehr, hört ihr jetzt auf, wir fahren im EQC, alles schön ruhig, ne? Der EQC besonders ruhig, weil Akustikverglasung überall und du bist ja schon ziemlich gekapselt. Und was mich bei der Elektromobilität fast ein bisschen stört, ist, dass man auch entkoppelt ist von der Geschwindigkeit und von dem, was man da eigentlich macht. Und man ist noch losgelöster als schon im hochwertigen Auto, im Verbrenner oder Diesel, wo man kaum die Motoren wahrnimmt. Diese Gruppe hat sich jetzt also gedacht, wir können ja quasi sowas wie synthetischen Klang mit ins Auto bringen, damit ich ein Gefühl dafür kriege, beschleunige ich, wie stark beschleunige ich, rekuperiere ich und damit halt auch ein bisschen spielen. Hier zu dem Demofahrzeug haben sie uns drei Klangwelten mitgebracht und die werden wir euch jetzt nach und nach vorstellen. So hört sich das dann an. Der klassische Sound, eigentlich sehr nah am Verbrenner. Jetzt weiß ich da draußen gerade die Elektro-Enthusiasten sagen, ich bin ja froh, dass ich diesen Verbrennersound weg habe. Wenn man jetzt aber mal 5 Jahre weiterdenkt und wir fahren vielleicht wirklich alle Elektro, dann ist es doch eine nette Angelegenheit, dass man den Leuten, die den Verbrenner wirklich vermissen, dann auch ein Klangbild gibt, was dem Ganzen ähnlich kommt, damit sie sich erstmal zu Hause fühlen. Und das Schöne ist, es gibt halt, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich erfasst, weil das wird hier über das Soundsystem auch wiedergegeben. Wenn wir jetzt Musik an hätten, würde das mit überlagert. Also ich würde es stets wahrnehmen, wenn ich es angeschaltet habe, wohlgemerkt. Und es gibt nicht nur für die Beschleunigung halt den Ton, sondern auch fürs Rekuperieren. Okay, Kinder, ganz im Ernst. Vielleicht bin ich immer zu schnell begeistert. Ich bin total verliebt. Ich finde das so großartig. Das erinnert mich so ein bisschen an Podracing. Ihr wisst schon, Star Wars und so. Ich finde es so klasse. Einmal auch, dass du merkst, wie schnell du beschleunigst, beziehungsweise wie stark du das Fahrpedal durchdrückst. Ich fahre jetzt zwar nicht selber, aber ich spüre die Geschwindigkeit, die Beschleunigung und die nochmal als akustische Untermalung haben. Und das ist genau der Punkt, das möchte ich haben, so stelle ich mir das vor. Leute sagen ja immer, ich mag nicht gerne Elektro fahren, das stimmt überhaupt nicht, ich finde das super, ich fahre auch gerne ruhig Elektro. Aber wenn ich meine wilden 5 Minuten habe, dann möchte ich genau den Ton haben, genau das möchte ich haben, dieses futuristische, ich sitze in meinem Pod quasi und fliege fast, hier fahre ich noch und habe das aber so klasse akustisch untermalt. Das gefällt mir richtig gut. Bitte drück nochmal aufs Gas. Ich finde es großartig. Das als Handy-App, ich würde es sofort kaufen. Das ist jetzt die dritte Klangwelt schon. Wir haben leider ein bisschen viel Verkehr, dass wir gar nicht so frei fahren können. Aber ich denke, ihr kriegt es trotzdem mit. Eine Mischung zwischen 1 und 2, würde ich sagen. Schon so ein bisschen grolliger, ein bisschen sportlicher, so ein bisschen noch am Verbrenner dran, aber eigentlich auch schon in der elektrischen Welt angekommen. Und somit hat man die Wahl, also jetzt hier in diesem Demofahrzeug, zwischen diesen drei Welten, in denen man sich bewegen kann. Das wird jetzt sogar noch besser. So, jetzt kommen wir zu dem Special, sage ich mal. Die ganze Idee noch ein bisschen weiter gedacht. Ich habe ja diverse Parameter, die ich vom Fahrzeug abgreifen kann. Pedalstellung, generell Beschleunigung, Verzögerung, rekuperiere ich ja oder nein, bewege ich das Lenkrad in welche Richtung, wie schnell, welcher Winkel, ist es draußen warm, heiß und so weiter. Und diese ganzen Parameter kann man zusammenfügen und mit einem Audioprogramm verbinden, was wieder diverse Samples hat. Und das Programm sorgt jetzt mit den ganzen Parametern von dem Auto dazu, dass wir diese Musik hören. Und es hört sich erstmal komisch an und ich bin auch gar nicht so der Launch-Typ. Aber jetzt überlegt euch mal, ein langer Arbeitstag. Ihr wollt nicht wirklich Musik hören, weil ihr seid fertig mit der Welt. Ihr wollt auch kein Radio hören. Ne? Besten Hits aus hast du nicht gesehen. Aber ihr wollt es auch nicht ganz still im Auto haben, weil ihr dann zu viele Gedanken im Kopf habt. Und das Auto erzeugt dynamisch quasi Musik für euch, die zu eurem Fahrverhalten passt. Wenn man jetzt also ein bisschen aufs Gas drückt zum Beispiel,
kommt auch Bewegung in den Sound. Und wenn man dann wieder verzögert, wird die Musik auch wieder ruhiger und langsamer. Und ich hoffe wirklich, dass das bei euch auch ankommt. Meine ersten Gedanken waren, ja komm, lustige Spielerei, braucht kein Mensch. Dann sind wir ein Stückchen gefahren, haben uns unterhalten, es lief die ganze Zeit, so wie jetzt im Hintergrund. Und dann hat er es wieder ausgestellt und mir hat was gefehlt. Also so schnell habe ich mich daran gewöhnt, weil ich es auch wirklich entspannend finde. Und gerade wenn ich längere Strecken fahre, es ist nicht so, wie ich es jetzt zumindest wahrnehme, dass es mich ermüdet, dass es eine ermüdende Musik ist, sondern im Gegenteil, sie hält mich auch noch irgendwie wach und konzentriert und sie reagiert auch noch auf das, was ich tue und bindet das mit ein. Wie oft hat man das, dass man einfach in Gedanken verloren irgendwo hinfährt und immer schneller wird? Ja, hier merke ich dann, wenn der Beat immer schneller wird, Jan, du fährst, glaube ich, ein bisschen schnell. Das ganze Thema ist vielleicht Zukunftsmusik im sprichwörtlichen Sinne, aber auf jeden Fall ist es, finde ich zumindest, ein sehr interessanter Ansatz, Akustik, Geschwindigkeitsgefühl in die Elektromobilität mit reinzubringen, die ja sonst ganz ruhig ist. Sicherlich, man kann es abstellen, das ist auch wichtig. Manchmal will man ja die Ruhe des elektrischen Fahrens auch genießen. Aber als Ergänzung dazu, finde ich, ist das wirklich eine clevere Idee. Und ich hoffe, die Kollegen werden das noch weiterentwickeln, dass man es tatsächlich irgendwann im Mercedes-Shop buchen kann oder vielleicht auch der eine oder andere Ton dann noch einfach mit dabei ist im Serienumfang von so einem Mercedes-Elektrofahrzeug. So, liebe Kinder, natürlich geht es noch weiter. Wir haben jetzt Innensound gehabt und zu diesen drei Klangwelten hatte ich euch ja gesagt, die Maske kann ich mal abnehmen, gibt es auch noch eine Außenklangwelt. Ich kann jetzt das Fahrzeug quasi verriegeln. Hörst du das, Alex? Ja, ne? Ich denke schon, ja. Und öffnen wieder. Und was ich noch viel spannender finde, verriegeln und öffnen. Bin ich ganz ehrlich, ich bräuchte das jetzt nicht. Ne? Weil ich sage, ja gut, manchmal weißt du nicht, hast du verriegelt, hast du nicht verriegelt. Wo ich es aber richtig spannend finde, ist das Laden eines Fahrzeugs. Jeder, der ein Auto schon mal geladen hat, ein Elektroauto, weiß, gerade bei öffentlichen Ladesäulen, macht die jetzt was, lädt die nicht. Manchmal ist dann auch die Kennzeichnung hier nicht ganz so einfach. Hup, ich habe eine akustische Rückmeldung. Ich habe noch eine akustische Rückmeldung, der hat sich jetzt verbunden und fängt jetzt an zu laden. Und dadurch habe ich eine weitere Bestätigung. Der eine oder andere mag jetzt sagen, Mensch, das ist aber ganz schön laut, ne? Und wenn ich das jetzt hier zu Hause mache bei mir, ich wohne ja selber in einer relativ ruhigen Straße, die ganze Soundgeschichte, innen wie außen, ist im Moment im Demo-Modus, im Präsentationsmodus, ist deutlich lauter, als es dann nachher in der realen Welt sein würde. Weil du willst natürlich nicht, dass dein Nachbar jedes Mal hier große Sachen hört, große Tonwelten hört, wenn du nach Hause kommst und das Auto entriegelst. Es wird natürlich deutlich dezenter sein, ich finde es aber trotzdem angenehm. Wie gesagt, öffnen und verriegeln bräuchte ich nicht, aber gerade diese Geschichte finde ich klasse. Und wovon ich ein richtiger Fan bin, habe ich euch ja eben gesagt, im Auto ist diese einmal Untermalung mit der Musik. Ich finde das wirklich, es tut mir leid, wenn man es im Video vielleicht nicht ganz so versteht und auch nicht verstehen kann, warum ich so begeistert bin. Alex saß mit mir im Auto, der sieht es halt ganz genauso. Und diesen Pottklang beim Beschleunigen, den möchte ich nicht missen. Und am liebsten hätte ich wirklich eine Handy-App, die ich irgendwo reinstecken kann mit dem Geschwindigkeitssensor, der mir ein ähnliches Klangbild dann über das K-Hi-Fi-System des jeweiligen Testwagens gibt. Gut, Kinder, das waren drei ganz unterschiedliche Sachen. Das Schnittmodell hatten wir. Wir sind den 4x4 hoch 2 gefahren. Der eine oder andere wird vielleicht wieder sagen, habe ich das jetzt öfter gesagt, ich glaube schon, der eine oder andere. Man könnte natürlich anmerken, Mensch, wie viel Sinn macht das denn, so ein hochgebocktes Elektrofahrzeug, wie weit kommt der denn, wie weit muss der denn kommen? Das ist die Frage und es gibt bestimmt Anwendungsbereiche, gerade wenn wir den alpinen Tourismus sehen, die müssen ja auch immer umweltfreundlicher sein, damit sie ihre Areale noch erhalten können, ist ein guter Anwendungszweck zum Beispiel. Das sehe ich überhaupt nicht in der Ferne, sondern relativ nah, weil der Hersteller das am Ende verkaufen kann. Also haben sie da ein großes Interesse und ich zumindest als potenzieller Kunde finde es wahnsinnig interessant. Gut, Kinder, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, eine andere Meinung, schreibt es mir unten in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.
Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr zwei Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.